Hallo da draußen und ihr seht mich heute mal wieder oder doch wieder oder schon wieder mit einem neuen Vlog von mir. Diesen Vlog drehe ich, um euch zu sagen, was ich jetzt alles heute an diesem Samstagmittag drehe. Denn es ist Wochenende, ich habe einigermaßen Licht, dass das Video nicht ganz so schlecht aussieht. Und ich habe einiges zu drehen. Als allererstes werde ich jetzt diesen Tag drehen, diesen Vlog drehen. Trinke dazu ein bisschen was aus meiner Milka-Tasse, weil wir das jetzt alle machen und weil da Weihnachtslied drin ist. Dann drehe ich den Weihnachtstag nochmal, den ich bei der Yogura gesehen habe. Ich habe das, als ich das Video gesehen habe, gleich nochmal gedreht, aber das war abends und es war dunkel und dann habe ich mir das Video nochmal angeschaut, als ich es schneiden wollte und es sah einfach nicht gut aus. Darum drehe ich den gleich nochmal. Dann drehe ich noch 4 Rezensionen. Ja, und dann ist Schicht im Schacht. Zuerst einmal möchte ich nochmal der lieben Karin Danke sagen für ihre schöne Karte. Ich konnte dich gar nicht zuerst zuordnen, weil ich mich total gewundert habe, dass ich eben Post gekriegt habe, weil meine Schwiegermutter heißt auch Karin und die würde mir keine Karte schicken, wenn sie die Straße gegenüber wohnt. Also vielen, vielen Dank dir nochmal dafür. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Dann möchte ich euch noch zeigen, was ich diese Woche bekommen habe, denn ich habe etwas in Auftrag gegeben bei der lieben Ela. Ich werde dafür jetzt ein Bild einfügen, das ihr dann jetzt sehen könnt und danach will ich noch etwas dazu sagen. Ja, und zwar, wie ihr seht, ich habe 4 Lesezeichen bekommen. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass das rote Lesezeichen gar keinen Anhänger hat. Das liegt daran, dass der Anhänger bereits bei mir zu Hause war. Und zwar war das ja dieses hier und zwar ist das dieser Bus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so genau sehen kann. Das ist ein kleiner London-Bus. Den habe ich mir schon, das ist ein Charms-Anhänger von Fossil. Den habe ich mir schon vor über einem Jahr gekauft und nehme ihn leider viel zu selten her. Dann dachte ich mir, als Lesezeichen wäre der nicht schlecht. Und ich habe es ja in dem letzten Lesezeichen-Tag gesagt, dass ich, wenn Ela Big Ben Anhänger hat, eben einen Big Ben Anhänger will. Also ich, obwohl ich das Foto gezeigt habe, zeige ich jetzt nochmal die Anhänger. Und eine liebe Zuschauerin von mir, die auch bei Facebook ist, die hat mich erst darauf gebracht, dass Ela diesen Anhänger hat, weil sie sich selber einbestellt hat, aber jetzt weiß ich den Namen gar nicht mehr. Tut mir so leid, ich habe den Namen vergessen, aber sie weiß, wer gemeint ist. Genau, und dann ja noch, die zeige ich jetzt zusammen, weil ihr habt ja schon auf dem Foto gesehen, Weihnachtslesezeichen. Also es soll ein Weihnachtslesezeichen sein. Und mir ist gerade eben aufgefallen, ich nehme Elas Lesezeichen schon her, aber nur für zu Hause. Und ich bin immer sehr vorsichtig, weil bei diese Bügel sind recht dick und dann möchte ich mal und haben ja so Verzierungen. Da möchte ich immer aufpassen, dass die Buchseiten, dass ich da sehr vorsichtig bin, dass den Buchseiten nichts fehlt. Und dieses Lesezeichen ist perfekt, weil kann ich einfach reinschieben und das ist glatt und schön und schmal und weihnachtlich und ja, damit kann das Weihnachtslesen beginnen. Genau. Dann, genau, da sage ich vielen, vielen lieben Dank Ela, weil die hat sich ganz viel Mühe gegeben, das nach meinen Wünschen zu machen. Und da sind viele E-Mails hin und her geflogen und sie hat mir wieder einen großartigen Job geleistet. Auf jeden Fall. Dann, was will ich euch noch sagen? Genau, ich werde jetzt einen Haufen Videos drehen für euch, die ich dann im Laufe der nächsten Zeit hochladen werde. Also ich weiß nicht, vielleicht teilt auf die nächsten 2-3 Wochen. Darum wundert euch bitte nicht, wenn ich in den nächsten Videos immer dasselbe anhabe, weil jetzt im Winter ist eben sehr schwer Zeit zu finden. Wie gesagt, nach der Arbeit-Schule ist es eben schon dunkel und am Wochenende, die letzten Wochenenden waren wir eigentlich immer unterwegs irgendwie. Beziehungsweise sonntags hatte ich dann nicht immer so Lust, Videos zu drehen.
Ja, und auch das, meine letzte Rezension zu Die Brautprinzessin, die war ja eher auch ein bisschen schummrig, weil es eben dunkel war und wenn ich hier im Wohnzimmer die Lampe voll aufgedreht hätte, dann wäre ich so gelbstichig gewesen. Darum habe ich die ein bisschen gedimmt und dann, finde ich, ist das eigentlich gegangen. Dann, jetzt kann ich euch gar nicht zeigen, weil ich habe zwar sehr viele Bücher hier liegen, aber nicht, was ich bekommen habe. Ich habe diese Woche auch wieder Bücher bekommen. Ja, und die werde ich euch auch gleich zeigen. So, ich habe meine Bücher geholt. Und da fällt mir gerade auf, wo ich sie geholt habe. Ich habe diese Woche bestellt bei einem großen Online-Anbieter und habe mir zwei Bücher bestellt, und zwar von Jackson Pierce. Und zwar einmal Sister Red und Sweetly. Nun, warum ich Sister Red bestellt habe, liegt daran, ich werde jetzt gleich die Rezension zu eben Blutrote Schwestern, das Buch habe ich auf Deutsch gelesen, rezensieren. Und mir hat eben dann das englische Cover so gut gefallen, dass ich das Buch eben auf Englisch haben wollte. Sprich, ich habe jetzt hier den Band, habe ich, Sweetly. Ist der neueste Band von Jackson Pierce und ist so ein Zusatzband oder spielt im selben Universum. Also ich habe das Buch noch nicht gelesen wie Sister Red und darum ähneln sich die Cover. Also wer das englische Cover kennt, oder das kann man ja, vielleicht blende ich das auch ein, keine Ahnung, die passen eben sehr schön zusammen. Und es gibt es in zwei Ausgaben. Ich habe jetzt hier so, das ist so ein bisschen Metallic-Look. Und Sister Red ist eben auch so. Bloß ich habe dann gestern Sister Red ausgepackt und das war, da waren die Buchecken abgeschlagen, der Schutzumschlag war eingerissen, der war so, wie als hätte jemand mit Gabeln auf den Schutzumschlag, so perforierte Löcher waren da drauf. Und das habe ich noch nie bei so einem, bei diesem Anbieter, bei diesem großen, Neuware, das ist mir noch nie passiert, ich musste noch nie was zurückschicken. Und ja, das habe ich eben vorhin zurückgeschickt und gleich nochmal bestellt. Und dann habe ich diese Buchschwestern hoffentlich nächste Woche dann im Regal. Also das habe ich mir zum einen gekauft. Dann habe ich bekommen vom Piper Verlag Dark Law, Bestseller aus den USA. Das Cover ist ganz schön, aber ich habe schon mal auf irgendeinem Blog gelesen, dass der englische Titel, genau, ist gar nicht jetzt Dark Love, sondern Dearly Departed. Und Piper Verlag nennt das irgendwie Dark Love. Ja, und es ist eben auch wieder so ein bisschen ein Fantasy-Roman, der in der Zukunft spielt. Also auf den bin ich schon gespannt und finde das Cover eigentlich dann doch ganz schön. Und dann habe ich noch Post bekommen vom DTV Verlag. Und zwar 22 Britannia Road. Ja, ihr kennt mich ja. Ich liebe England und alles, wo was Englisches mitspielt, das musste ich haben. Dies ist nun mal kein Fantasy-Roman. Das ist, der spielt England nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ist mehr so ein Drama. Und auf den freue ich mich auch schon sehr, auf dieses Buch, dass ich das lese. Genau, also das sind so, was ich so bekommen habe und eben mein Ärger mit dem großen Online-Anbieter. Ich bin da echt genervt, jetzt habe ich das zurückschicken müssen. Ich habe gedacht, ich könnte das in der Rezension zeigen. Nun ja, macht ja nichts. Genau, das war es eigentlich wieder von mir, so ein kleiner Vlog, nicht viel. Ich habe euch meine Lesezeichen gezeigt, ich habe euch neue Bücher gezeigt. Ich habe euch gezeigt, dass ich ein Buch zurückschicken musste, was mich nervt. Ja, und jetzt geht es dann gleich weiter mit dem Weihnachtstag. Den werde ich auch noch, heute ist Samstag, heute lade ich den Vlog hoch. Und morgen werde ich dann den Weihnachtstag hochladen. Und ja, dann sehen wir uns dann, würde ich sagen, morgen wieder. Bis dann.